Jetzt habe ich mir hier bei der Deutschen Anlegermesse 2014 in Frankfurt auch noch mal ganz schnell die Sophia Wurm von der Commerzbank geschnappt. Sie ist ja eine ausgemachte Expertin, vor allen Dingen im Bereich der Markttechnik, der Charttechnik. Und deswegen ist es für uns natürlich besonders interessant, Ihre augenblickliche Einschätzung kennenzulernen. Wir haben eine komische Situation am Markt. Es ist irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist eine gewisse Verunsicherung da, aber so ein leichter Optimismus trotzdem. Der DAX weiß auch nicht so richtig, soll er jetzt nach oben wieder ausbrechen oder nochmal korrigieren? Wie schätzen Sie es ein? Also ich glaube, man muss so ein bisschen das Übergeordnete vom aktuellen Trend, das Übergeordnete ist weiterhin tendenziell positiv. Wir haben ja für den DAX ein Kursziel von 10.500 Punkten für dieses Jahr, also durchaus noch weiteres Potenzial. Man muss aber sehen, die beiden letzten Jahre waren sehr, sehr gut. Insofern schwächt sich das schon ein bisschen ab. Und aktuell muss man sagen, haben wir eine Seitwärtsbewegung. Unten ist so der Bereich 9.100, oben die neuen Allzeithochs im Bereich von knapp 9.800. Und da kommt der DAX nicht so richtig raus. Das ist das, was Sie gerade beschrieben haben. Und ich würde auch davon ausgehen, dass das eher noch ein bisschen dauert. Und was kann denn nun dann aber uns irgendwie wieder ein bisschen mehr Fahrt bringen, ob nun in die eine oder andere Richtung? Wir hängen da irgendwie fest. Gut, was natürlich immer hilft, sind die amerikanischen Aktienmärkte, also zum Beispiel der Nasdaq Composite. Der Technologieindex in den USA hat schon neue Höchstkurse erreicht. Das gilt auch für Teile in Südeuropa, also zum Beispiel in Italien haben wir auch schon neue Topkurse erreicht. Der TecDAX hat neue Topkurse erreicht. Also so ein paar Segmente haben das schon geschafft. Ob das reicht für die nächsten Wochen, mal schauen. Ja, jetzt haben Sie schon so ein bisschen einen kleinen Blick in die Vereinigten Staaten geworfen. Da haben wir zum Schluss komische Konjunkturdaten gekriegt. Der Arbeitsmarktbericht, 2 Monate in Folge, eher deutlich unter den Erwartungen. Jetzt haben wir auch vom Immobilienmarkt, zum Beispiel bei den Baubeginnen, schlechtere Zahlen bekommen, als Analysten prognostiziert haben. Und im Nachhinein sagen alle, ja, kein Wunder, das liegt an dem harten Winter. Und insofern soll man das nicht überbewerten. Aber liegt es wirklich nur an diesem harten Wintereinbruch? Vermutlich nicht, aber man muss immer sehen, dass schlechte Nachrichten auch gute Nachrichten sein können. Denn schlechte Nachrichten heißen vermutlich dann auch, dass die amerikanische Notenbank nicht ganz so schnell anfangen wird, das Anleihekaufprogramm zurückzufahren oder sogar die Zinsen anzuheben. Insofern sind schlechte Nachrichten vielleicht gar nicht so schlecht und werden deswegen dann auch doch eher wieder positiv gesehen. Ja, bisher gehen ja viele davon aus, so jeden Monat so 10 Milliarden weniger neu gedrucktes Geld sozusagen. Aber das hat ja der Markt irgendwie schon in der Erwartung drin. Aber jetzt haben wir im Sitzungsprotokoll der FED auch herauslesen können, dass es den einen oder anderen in diesem Gremium gibt, der sagt, er wäre durchaus interessiert daran, sogar die Zinsen früher anzuheben als bisher geglaubt. Die Mehrheit ist das noch nicht, aber immerhin gibt es solche Stimmen. Sollte uns das beunruhigen? Also es hat kurzfristig schon für Verunsicherung gesorgt, aber man hat ja auch gesehen, gestern ging es dann auch schon wieder nach oben. Also so insgesamt ist das natürlich ein Thema, was uns weiter beschäftigen wird. Und ich denke auch schon, sollten solche Schritte tatsächlich kommen, würde es für Verunsicherung sorgen. Ob das tatsächlich alles so kommt, ist dann mal zu sehen. Insgesamt bleibt diese Notenbankpolitik eins der wichtigsten Themen, aber gar nicht so stark in Europa, eher in den USA und auch in Richtung der Schwellenländer natürlich. Was ich heute mit überhaupt noch niemandem besprochen habe, deswegen ist das jetzt für diesen Tag eine Premiere, ist das Thema Facebook und WhatsApp. Wir haben es in der vorhergehenden Nacht erfahren, Facebook übernimmt WhatsApp, so weit, so gut. Strategisch könnte das sinnvoll sein, aber mein Gott, für insgesamt 19 Milliarden US-Dollar, das ist ja völlig außer Rand und Band. Wie sehen Sie es? Gut, ich glaube, Sie können es sich leisten, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich die Frage, ob es gerechtfertigt ist. Und da muss man sagen, es ist schon ein hoher Preis. Es geht aber auch ums Image und darum natürlich, das möglicherweise auch den Konkurrenten wegzukaufen. Also dafür zu sorgen, dass es kein anderer kaufen kann. Ja, aber der Effekt oder die Aktien, die am Markt sind, das wird auch ein bisschen verwässert jetzt. Es werden ja auch neue Aktien verwendet, um das Ganze von WhatsApp zu kaufen im Wert von 12 Milliarden. 3 Milliarden werden dann auch nochmal irgendwann nachgeschossen an die Gründer. Also so ganz so ohne kann das doch für die Aktie und für die Bewertung der Aktie von Facebook auch nicht sein. Definitiv nicht, aber gerade Facebook lebt natürlich auch ein bisschen davon, dass man an die Aktie glaubt, in Anführungsstrichen, dass man davon ausgeht, dass sie weiter stark wachsen. Und WhatsApp wächst ja sehr stark. Insofern ist das schon etwas, was in diesem Bereich sicherlich auch in das Unternehmen reinpasst. Was ich aber immer wieder mich gefragt habe, auch heute, ich habe es mal in die Runde gefragt. Ich habe hier in einem Saal, da saßen vielleicht 200 Leute drin, gefragt, wer von Ihnen hat Facebook? Viele haben die Hand gehoben. Und wer nutzt gleichzeitig WhatsApp? 80% schätze ich mal derer, die Facebook haben, haben auch WhatsApp. Also so viele neue Kunden bekommt Facebook gar nicht. 450 Millionen weltweit soll WhatsApp haben, aber da sind auch viele Facebook-Kunden dabei. Ja, also ich denke, es geht eher ums Image. Man muss sehen, das ist sicherlich jetzt nicht der Gewinnbringer in dem Sinne. Insofern hat man da eher dafür gesorgt, dass es kein anderer kaufen kann, würde ich mal vermuten. Ja. Also es dürfte lebendig bleiben und sehr, sehr spannend, die Facebook-Aktie zu beobachten. Vielen Dank, dass wir auch diesen aktuellen Einblick nochmal bekommen haben. Gerne.